Hallöchen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu FIFA 16 Ultimate Team hier im Grundkurs Gaming. Wir befinden uns in Spiel Nummer 4 der Online-Saison. Wir haben in den letzten drei Spielen 6 Punkte geholt. Wir haben einmal 4-0 gewonnen, einmal 3-0 verloren, einmal 1-0 gewonnen, das letzte Spiel. Und wir brauchen also noch 2 Punkte aus 7 Spielen für den Klassenerhalt oder noch 8 Punkte aus 7 Spielen für den Aufstieg. Ja, da schauen wir mal, was wir da gerissen bekommen, ob wir da was gerissen bekommen. Unsere Spieler sind alle einsatzfähig und fit. Und ansonsten bin ich derzeit fleißig auf dem Transfermarkt tätig, immer ein bisschen kaufen, verkaufen und so weiter und so fort, um genug Geld für unsere Mittelfeldverstärkung zusammenzubekommen. Und wir spielen gegen FC Stiegel. Das hört sich sehr gut an. Die spielen in Schwarz, okay. Interessantes Trikot. Na, ich kann jetzt gar nicht zuordnen. Und wir spielen gegen ein 4-5-1-System. Okay, interessant. Aus der, was ist denn das? Premier League sehe ich hier. Das ist alles Premier League, ne? Außer der Torwart. Der ist vom HSV. Achso, und da die Abwehr, Gladbach und das da rechts daneben sah ein bisschen aus wie spanische Liga. Also weiß ich nicht. Ein bisschen zusammengemischt. Ich habe jetzt gar nicht auf die Gesamtstärke dieses Clubs geschaut. Ja, sah auf jeden Fall interessant aus. So, wir könnten jetzt eigentlich, ja, können wir. Sehr schön. Das passt hier gleich mal links rüber zu Moreno, weil der den Ball prompt verliert. Und zurückholt. Shaqiri schummelt sich da sehr schön durch. Und, oh, Außenposten, wirklich? Oh, dammit. Da hätte ich aber vielleicht auch ein bisschen sanfter schießen sollen. Das war gefährlich. Ist noch gefährlich. Und ja, Boni, ne? Lange Ecke hätte er schießen sollen, statt hier auf die kurze zu gehen. So ist das Ganze natürlich ein bisschen zu einfach für Adler. Aber je, bringt den sehr schön kurz rein hier. Da laufen wir am Ball vorbei, okay. Auch interessant. Den Spieler hätte ich gerne. Nee, nee. So einfach kommt er hier nicht davon. Oh, schade. Er hätte beinahe durchgepasst. Ups, da schenkt er uns den Abstoß, okay. Ja, natürlich auch ein bisschen gefährlich mit dem Pass, ne? Wenn er den Ball da hätte kontrollieren können, wären wir ein bisschen am Popo gewesen. Dann hätte er nämlich direkt bei uns... Ups, schön im Strafraum gestanden. Oh, kann man nicht kontrollieren den Pass. Da hat er schön uns ausgedribbelt gerade. So, Moreno setzt sich da erstmal durch. Und dann den Ball wieder zu verlieren. So, kann ihn jemand zustellen? Danke, habe ich Scheiße gemacht gerade in der Abwehr. Oh, aber je, wird er ganz rüde umgerissen. Schade eigentlich, das wäre eine vielversprechende Situation gerade gewesen. Ja, kann man nichts machen, kann man nichts machen. Na, passiert halt. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier aus diesem wunderbaren Freistoß machen können. Wir bringen den mal einfach Richtung Elfmeterpunkt. Und Kopfball bitte. Nee, denkst du? So, ein bisschen weiter muss der. Und, ja, okay. Oh, schade, da wollte ich den Fernschuss probieren, wird aber aufgehalten. Ach, Sissoko, komm schon. Kämpf dich da durch, kämpf dich durch, kämpf dich durch.
Und Vertonghen hier. Ja, lauf, lauf, lauf. Komm schon, Mirallas. Ah, schade. Ja. Schlimmer Pass. Ja, da versucht er sich hier durchzudribbeln. Ach, da Azpilicueta hat er. Ach du Scheiße, er ist ein richtig guter Stürmer. Da müssen wir jetzt aufpassen. Einmal klären bitte. Dankeschön. Und hier einmal, ja, passt eigentlich. Da muss Caballé hier ein bisschen nach außen. Ach, hat er auch gestoppt im Körper. Och Mann. Ich komme da heute einfach nicht durch. Es ist schlimm. So, da Mendy. Sissoko kann sich da wunderschön durchdribbeln. So, und jetzt Shaqiri. Runter zu Fall gebracht im Strafraum. Kein Foul. Ja, das hat man gesehen. Diesen wunderbaren Pass. Auch, dass er hier bremsen möchte. So, jetzt schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Ups. Joa, dribbelt da an uns vorbei. Och, Mann, da stehen immer gleich zwei Leute, wenn ich hier mal im Ballbesitz komme. Ups. Ja, okay, sehr schön. Und hier einmal die Linie runter, bitte. Geht den Ball doch entgegen, Shaqiri. Wenigstens so ein kleines bisschen, ein Schritt oder so, würde ja schon reichen. Also das ist ein sehr temporeiches Spiel heute. Na, da hat er ein bisschen bei mir gegen den Fuß getreten, als ich passen wollte. An und für sich nichts Schlimmes, ne? Ist aber passiert. So, wir bringen den Ball mal darüber. Ups, sehr schön. Oh, da wird Caballé in die Zange genommen, ne? Da wird er jetzt aggressiv irgendwie. Kriegt auch die gelbe Karte. Zurecht. So, und jetzt versuchen wir das hier nochmal. Und komm schon, Kopfball. Ah, zu weit. Freistoß nicht gut. Wird Caballé wieder gestoppt. Hat er sehr schön gemacht. Oh Gott, weg damit. Dankeschön. Ups, Shaqiri hat den. Pass auf Boni. Der läuft, der läuft, der läuft. Und kommt aber nicht ran. War auch nicht schneller als der Verteidiger, wirklich. Ne? Boni ist ja auch nicht so ein schneller, super flinker Stürmer. So, da ist niemand. Okay. Ach, Sissoko. So, einmal raus hier. Ja, ist okay. Einwurf für ihn. Kann er haben. Gleich ist Halbzeit schon. Ja, da wird genau zur Halbzeit abgepfiffen. Herrlich. Also wunderschön schnelles Spiel, Chancen auf beiden Seiten, bessere Chancen für ihn, mehr Chancen für ihn auch, er darf da ruhig drücken, finde ich. Möchte aber nicht. Okay, dann schauen wir uns das eben noch an. Also wir sehen es, ne? Er hatte drei Schüsse, wir hatten zwei Schüsse, gleich viele Schüsse aufs Tor. Ballbesitz, leichter Vorteil für ihn, Zweikämpfer hatte er mehr als doppelt so viel, Fouls hat er 3, wir 0. Ja, er hat auch schon eine gelbe Karte. Schussgenauigkeit bei uns 100%, bei ihm 66%. Passgenauigkeit auf beiden Seiten um die 75%, plus minus 1. Ja, also da müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten. Ne? Das Spiel kann hier wirklich in beide Richtungen kippen. Oh.
So, oh Mann, da wollte ich gerade den Pass auf Boni spielen und da zieht er mich schon wieder zu Boden hier. Ach, Miralas, was machst du denn? Wieso hat er denn den Ball da nicht kontrollieren können, ganz ehrlich? Gibt's doch gar nicht, dass er den nicht kontrollieren konnte. Er hatte den ganz locker auf dem Fuß, ne? Gar kein Problem. Und dann lässt er den so ins Ausgleiten irgendwie. So, den bringen wir erstmal weg, den Ball. Geben wir hier in Sissoko. Ups. Ja, genau. Das machen wir. So, genau so. Sehr schön. So, einmal Pass auf Roni. Ah, der kommt da nicht richtig gut durch. Ah, und da verpasst Miralas den Ball. Boah, den hätte er richtig gut abstauben können hier. So, warum läuft denn niemand auf die Außenbahn kurz? Das wäre auch kein Problem gewesen, hätte ich eine Anspielstation gehabt. So habe ich jetzt einen Panikpass gespielt einfach. Einfach weghauen, das Ding. Ja, da tauscht dann noch der Einwerfer aus. Super, sehr schön, ganz elegant hier. So, da verschätzt er sich ein bisschen. Ach, ein bisschen rüde den Ball uns weggenommen, aber okay. Alles im Bereich des Erlaubten. Ah, da waren wir doch dran. Ja, nimm den weg, nimm den weg, nimm den weg. Ja, okay, schön. So, erstmal hier rausbringen aus der Gefahrenzone. Das war mir da ein bisschen, da waren zwei Gegenspieler an uns dran. Bisschen zu gefährlich gerade. Ach komm schon, lauf doch, lauf doch. Oh Mann. Ja, da wird geschoben, gedrängelt, ne, von beiden Seiten. Ich glaube, wir hatten da das bessere Ende allerdings. Ja, das glücklichere Ende wahrscheinlich auch. Das, ja, Shaqiri in Linksfuß, das heißt, wir könnten direkt versuchen, den draufzuziehen vielleicht. Da drin sind wir brillant eigentlich, ne? Ja, da stellt auch schon einen direkt an den Pfosten. Wir versuchen es einfach mal. Ja, kommt nicht gut. So, Moreno. Direkt auf Adler schießt er da. Ja, schön, 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 sehr schön. Gibt eine Ecke. Ja, wir haben ihn wenigstens da gut zugestellt, ne, haben verhindert, dass er hier Unsinn macht. Oh, Verton. Sehr guter Reflex, ne? Da habe ich auch nichts gedrückt. War eine Reflexhandlung des Spielers, den Ball da zu klären und war auch super wichtig auf jeden Fall. So, kein Problem für Tim Howard, so ein Ball. Aber klar, kann er mal probieren. Warum nicht? Noch. War das schlecht. Ah, komm schon, Moreno. Den hast du noch. Den hast du nicht mehr. Schade. So, er ist raus. Kriegen wir einen Einwurf. Oh.
Er nimmt er uns immer so in die Zange, ne? Das hat unser letzter Gegner auch schon immer gemacht. Oder der, bei dem wir 3-0 verloren hatten, hat das immer sehr gut gemacht. Ah, war, glaube ich, abseits. Ja, war abseits. Haben wir einen Tick zu spät gespielt, diesen Pass. Ne? Hier hätten wir eigentlich spielen müssen und ja. Ein Schritt zu spät im Prinzip. Schade. Da kann man nichts machen. Ist halt so. Ah, was hat er vor? Wo möchte er hinspielen? Ach komm, den müssen wir doch. Oh, Howard. Super stark. Super stark. Zum Glück. So, und das Ganze sieht im Moment nach einem 0-0 aus, wenn wir Glück haben. Lauf, lauf, lauf. Okay, das cover hier ins Aus. Boah. Da kommt er einfach so an uns vorbei. Howard rettet uns da wieder. Also im Moment ist hier eine sehr einseitige Sache. Ne? Da wird nur auf unser Tor geschossen hier. Was aber auch daran liegt, dass ich super schlecht darin bin, Ecken zu verteidigen. So, den hat Howard, sehr schön. Ja, okay, Mike ging auch auf die Seite. Oh, was war das denn für ein schlechter Pass? Mein Gott. Ne, da war Boni auf der anderen Seite komplett frei und wir spielen hier so einen beschissenen Pass. An Foul, okay. Hat Cavalier sich nur mit dem Körper reingestellt, ohne den Ball zu berühren. Scheiße. Ich hoffe, er kann keine Freistöße schießen. Na, wir schauen mal. Ja, an der Mauer abgeprallt. Gibt also wieder eine Ecke. So, das muss jetzt aber hier unser sein. Noch. Azpilicueta gegen Boni. Stürmerduell. Ach, komm schon. Ist doch jetzt nicht wahr. Oh, zum Glück schießt er da daneben. Leute, was ist da los? Da vorne, Boni steht komplett frei eigentlich. Na, gib mir doch den Spieler hier. Als wenn FIFA mich immer dazu bringen möchte, meine Abwehrmauer so super früh aufzulösen. Was natürlich kompletter Unsinn ist. Dass FIFA mir da immer so früh... Ach, wieso? Wieso kann auch schon Deutscher einfach den Ball wegnehmen? Ne? Was ist ja los? Oh. So, hier einmal pass raus bitte. Und da ist das Spiel vorbei. 0-0, wir haben beide nichts gebacken bekommen. Und bei uns sah das wieder ganz schlecht aus, phasenweise. Ja, wir hatten hier ein paar gute Strafraumszenen. Und da, ja, leider den Posten getroffen. Wer der Torwart? Adler war das, glaube ich, nicht rangekommen. Und hier haben wir die kurze Ecke genommen. Und da hätten wir einfach die lange Ecke nehmen sollen. Und das war aber auch ein knappes Ding, ne? Und ich glaube, in der Szene war auch tatsächlich noch, Miralas am Ball. Hat den aber dann irgendwie, beziehungsweise war nicht am Ball, ne, aber der flog in seine Richtung. Und Miralas konnte den dann einfach überhaupt nicht verarbeiten. Hier auch super krass Glück gehabt, dass das Ding gegen die Latte gedonnert ist. Und ansonsten unsere Abwehr ziemlich stabil, muss man sagen. Hier, da habt ihr gesehen, genau, da drüben kommt Miralas, ne, und er rennt halt voll am Ball vorbei, da, bam. Rutscht er ihm zwischen den Beinen durch. Ja, Moreno hier mit einem schönen Einsatz. ja, und kommt dadurch ja nicht zum Abschluss irgendwie. Schade. Super schade. Ja, und er schießt hier halt immer aus optimaler Distanz und kriegt den Ball trotzdem nicht bei uns im Tor unter.
die Jungs vom FC Stiegel unsere ja, Mannschaft generell keine besonders gute Bewertung, bis auf Tim Howard natürlich, Spieler des Tages. Ja, ein paar Münzen haben wir dazu bekommen, okay. Sehr schön, freue ich mich. Münzen kann man immer gebrauchen. Schüsse aufs Tor, ne? Eher mehr als doppelt so viel wie wir. Schüsse allgemein, Ballbesitz, ja, quasi ausgeglichen. Zweikämpfe hatte er mehr als wir. Fouls, Ecken sowieso. Schussgenauigkeit sind wir ein bisschen besser, Passgenauigkeit auch. Nützt aber nichts, wenn wir an der Effektivität dann irgendwie scheitern. Ja, beziehungsweise einfach keine Torchancen erstmal bekommen, die wir effektiv umsetzen könnten. Ja, und das war's für heute, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Beim nächsten Mal ist dann das Spiel zur Winterpause quasi. Dann ist die halbe Saison um. Und dann müssen wir mal schauen, wie viele Punkte wir dann erspielt haben. Ich hoffe, wir haben dann wenigstens den Klassenerhalt schon mal klar gemacht. Das wäre ganz cool. Wenn wir den zur Halbzeit klar machen könnten, dann können wir uns nämlich in der zweiten Hälfte der Spiele einfach wieder um den Aufstieg kümmern. Das war letzte Saison, glaube ich, auch so. Wir schauen einfach mal, wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall sage ich danke, dass ihr dabei wart, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut und bis dann. Ciao.